Ich denke, das ist schon gekonnte professionelle Markentechnik. Es gibt viele Franks, es gibt viele Michaels, es gibt selbst in unserer Branche einige Frank-Michaels. Das hätte alles nicht richtig profiliert. FM, das ist schon eine Abkürzung für Frank Michael, die zur Marke nicht nur werden kann, sondern geworden ist. Er war meines Erachtens, als er kam, antikapitalistisch eingestellt. Ja, ja. Er wurde mir als High Potential, als absoluter Überflieger annonciert. Und ich hatte gedacht, da kommt jetzt eine Mischung aus James Bond und Albert Einstein. Schon mit dem ersten Seminar merkte ich, dass da einer war, und zwar direkt mir gegenüber, der mehr konnte als die anderen. Und vor allen Dingen so grauenhaft angezogen. Er setzt sich dahin, wo er mich im Blick hat und wo er strategisch drauf eingehen kann. Was mich an FM fasziniert und immer schon fasziniert hat, ist, dass er in der Branche der großen Selbstdarsteller der Unprätentiöse ist. Er ist von der Einstellung ein lebenslustiger Mensch, er ist ein positiver Mensch, er ist ein Can-Do-Person. FM ist ja ein großes Kind, ne? Ich wette, dass FM der Werber mit der besten Abiturnote weltweit ist. Mr. 100%. Menschlich, zugänglich, von Herzen integer. Seine Besonderheit ist eben auch, dass er nicht nur ernsthaft ist, sondern auch ausgesprochene Schrullen hat, die man nie vergisst und die man wahnsinnig lieb hat. FM liebt Autofahren, aber diese Liebe wird leider nicht erwidert. Was mir viel Freude macht an FM, finde ich, ist, der kann sich wirklich in Gedanken verlieben. Und in jedes Stück Kuchen, was irgendwie in der Nähe ist. Ich glaube, er ist ein guter Freund. Ein kreativer Schnelldenker mit einem Tischwecker. FM ist für mich ein echter Turnierspieler. Das heißt, im Training teilweise etwas chaotisch, auf dem Platz explodiert er. Eine wunderbare handwerkliche Hilflosigkeit, verbunden mit einer Intelligenz, die ganze Welt erobert. FM Schmidt ist ein Überzeugungstäter. Und diese Überzeugung vermittelt er wie kein anderer in der Werbebranche auch den Kunden, mit denen er zu tun hat. Eine Marke braucht vor allem einen roten Faden. Und ich würde mal sagen, FM hat diesen roten Faden für Opel gefunden. Ich verstehe dich und ich verstehe deine Marke, ich verstehe dein Problem, als wäre es mein eigenes. Es macht wirklich Spaß, mit dir zu arbeiten, und bleib genauso, wie du jetzt bist. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass FM nur in unserer Branche besonders ist, sondern er ist besonders. FM ist uneitel, dreht sich nicht ständig um sich selbst, wie viele andere Werber. Und er labert nicht rum, obwohl er sehr viel reden kann. Ich halte ihn auch für einen ausgesprochen loyalen Typen, was ich toll finde. FM ist ja alles andere als so eine coole, smarte Werbesocke. Man weiß nicht, ob er schläft oder ob er meditiert. Es gibt so einen Aggregatzustand, den ich dann Meditation nennen möchte. Ja, dann nickte er hoch. Und dann kam er immer mit einem spannenden, konstruktiven Beitrag. Er kann das Höchste denken und er kann das Einfachste denken. Vielleicht ist das auch das Geheimnis seines Erfolges. Leitstern und Leitplanke. Ich glaube, dass er zu den Persönlichkeiten gehört, die sehr gut vermitteln könnte. Er verleiht Tiefe und Substanz. Und davon profitiert die gesamte Branche. FM ist eigentlich viel zu intelligent, um in der Werbung zu sein. FM Schmidt ist ein Mann, der es vorgezogen hat, Vorstand in einer Werbeagentur zu werden, anstatt Bundeskanzler oder Professor für politische Ethik. Und ich traue FM alles und jede Karriere zu. Denk doch mal über Schloss Bellevue als ersten Wohnsitz nach. F ist friendly und M ist Mastermind. Freundlich und müde. Far more than expected. Philanthropischer Machiavellismus. Fun and mega understated. FM, ich habe mich immer gefragt, was heißt das eigentlich? Fucking marvelous. Mach's gut.